Herr Drügemöller, Sie sind ja schon zum 6. Mal zum verkaufsoffenen Sonntag hier in der Stadt. Sie sind immer präsent auf dem Herzogenplatz und Sie sind schon etwas, was man vermissen würde, wenn es nicht mehr da wäre. Was würden Sie denn heute mir als Star dieser Veranstaltung bei Ihnen präsentieren? Ja, ich habe hier gerade auf dem Arm mal ein uraltes Kulturgut, eine Landente mit Haube. Diese Rasse wurde früher auch schon mal als Kaiserente ausgestellt und später als Haubenente. Und heute heißen sie Landenten glattköpfig oder Landente mit Haube, so wie diese hier. Und ich finde es immer wieder toll, wenn Leute hier auf den Marktplatz kommen, beim Ostermarkt oder wie hier jetzt beim Frühlingsfest und diese Tiere bestaunen. Also wir haben ganz tolle Resonanz und freuen uns immer. Und das Größte für mich war gestern eine ältere Dame, die in Tränen ausbrach vor Freude und sagte, so was Schönes wie hier habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wir Rassegeflügelzüchter möchten aber halt eben auch unsere alten Rassen hier präsentieren und für unser schönes Hobby Rassegeflügelzucht werben. Wir haben auch andere Kleintiere dabei, Kaninchen, Puten, die kleinsten Schafe der Welt, die Pressantschafe, die Sie hier sehen mit ihren Lämmern. Auch die ziehen halt eben die Besucher immer wieder an und die Besucher freuen sich, dass sie dieses ausgefallene Spektakel hier einfach auch mal miterleben dürfen. Aus meiner Sicht ist das ja auch hier bei Ihnen ein Highlight für Kinder. Wie beurteilen Sie so die Wirkung der Tiere auf die Kinder? Ja, für die Kinder ist es natürlich auch was ganz Besonderes, hier das mitzuerleben, wie die Türken in unserem Zelt hier mit ihren Küken umgehen, wie die gläserne Brutmaschine, die ist dauernd umlagert, wie dort die kleinen Küken, Entenküken oder Hühnerküken aus dem Ei schlüpfen. Das können sich viele gar nicht vorstellen, dass man innerhalb von 21 Tagen nur durch Wärme, durch 37,6 Grad oder so, dass dort Leben entsteht, was dann sofort halt eben auch laufen kann. Das ist an für sich eine ganz tolle Sache und das kriegen Sie hier live gezeigt von uns Rassegeflügelzüchtern. Und ich freue mich auch, dass Matthias Behn, mein Vorstandskollege, hier mit seiner Mannschaft uns auch dabei unterstützt und wir gemeinsam halt eben diese Schau hier immer vorbereiten. Und viele Leute warten einfach schon immer das ganze Jahr und sagen, Mensch, wir freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr, dann sind wieder neue Tiere hier und es gibt wieder neue Attraktionen zu bestaunen. Herr Drügemöller, Sie sind aus meiner Sicht ein Urgestein im Bereich der Tierzüchter. Wie lange machen Sie das eigentlich schon? Ja, ich habe schon, als 4-5-Jähriger, hatte ich schon Kaninchen zu Hause. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft auf und dort war ich frühzeitig mit Tieren in Kontakt geraten und habe dann, wie ich zur Schule kam, halt eben auch weiterhin Tauben und Schwerthühner gehalten und das ist halt eben bis heute so geblieben. Ich habe Landwirtschaft auch mal gelernt, auf der Pike auch, später andere Berufe noch dazu gelernt, aber die Liebe zu den Tieren, die ist mir halt eben immer doch geblieben und ich freue mich, wenn ich auf meiner Ranch in Böttenstedt halt eben bei meinen Tieren sein kann und freue mich auch gerade immer wieder im Frühjahr, wenn neues Leben entsteht und wenn unter den Klucken oder auch in der Brutmaschine halt eben die nächste Generation heranwächst. Wie ist es eigentlich in Ihrem Verband mit dem nachwachsenden Mitgliedern, also ich meine jetzt im Bereich der Jugendarbeit, wie sehen Sie das hier in Uelzen? Also die Jugendarbeit wird in allen Vereinen auch immer groß geschrieben, bloß es ist sicherlich eine ganz schwierige Geschichte. Vor 50 Jahren sah das anders aus, da konnte man Jugendliche noch eher begeistern. Heute in den Städten, heute ist eine ganz andere Zeit, die Leute wollen in Urlaub fahren und Tiere muss man halt eben das ganze Jahr versorgen. Da muss man immer für da sein, ob Sommer, ob Winter, ob Weihnachten, ob Ostern. Man muss die Tiere halt eben auch immer pflegen und das ist halt eben für viele
dann nicht mehr möglich. Und wenn beide auch berufstätig sind und heute den Schülern wird auch sehr viel in der Schule abverlangt, dann sind es immer wenige nur, die zu unserem Hobby zustoßen und dabei bleiben. Aber wir haben auch so, gerade wenn die jungen Leute dann eine Familie gegründet haben und selber kleine Kinder haben, dann ist es auch mal so, dass sie sich dann auch wieder Zwerghühner oder Kaninchen oder irgendwas anderes anschaffen, um halt eben den Kindern dann auch die Liebe zur Kreatur lernen zu lassen. Dann scheint ja für Sie der Blick in die Zukunft eigentlich aus diesem Bereich gesichert zu sein. Ja, ich denke auch, obwohl die Jugendlichen heute bei Facebook und Twitter oder sonst wo unterwegs sind, aber auch dort merkt man natürlich, wenn man selber da mal reinschaut, und dass auch sehr viele junge Leute sich auch mit alten Rassen und mit Rassegeflügelzucht beschäftigen. Also das ist auch wieder irgendwo dann auch eine Werbung für unsere gemeinsame schöne Sache. Ich finde, Sie haben ein schönes Abschlusswort für dieses kleine Interview gefunden und wünsche Ihnen auch im Blick in die Zukunft alles Gute, viel Erfolg. Das war's aus meiner Sicht. Gerne.